Dürfen Kinder Handys haben? Dürfen Kinder Handys haben? Die Frage ist, die Geschwister, was machen Kinder mit diesen Handys? Und wie alt sind diese Kinder? Auf keinen Fall sollte ein Kind ein Handy haben, der es nicht benötigt und der auch nicht damit umgehen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn du Kindern ein Handy gibst, und heutzutage, mashallah, unsere super muslimischen Familien machen das, um zu protzen, mein Kind hat das neueste iPhone, mein Kind hat das neueste, dann gibt er ihm ein neues Telefon mit Internet und allem drum und dran und das Kind ist mit Internet allein. Was wird rauskommen? Nur eine Katastrophe. Und subhanallah, diese Eltern werden sich verantworten müssen vor Allah, weil er hat diesem Kind geschadet. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, er sagte, die Geschwister, wenn Allah azza wa jal eine Verantwortung gegeben hat über seine Familie und er betrügt sie, so wird er in das Höllenfeuer reingehen. Was bedeutet, er betrügt sie? Das heißt, er kümmert sich nicht um seine Familie. Er zeigt ihnen nicht, was das Richtige und was das Falsche ist. Er passt nicht auf seine Familie auf. Und sie gehen in die Irre und er schaut mit seinen eigenen Augen und sagt, mein Kind guckt sich nur irgendwelche Filme im Internet an. Mein Kind macht nur das und das. Und ehe er sich versieht, hat das Kind nur Übles mit diesem Handy getan. Möge Allah so uns bewahren. Deswegen, ein Muslim achtet sehr darauf, dass er, bi'idhnillah ta'ala, seinen Kindern nicht irgendetwas in die Hand drückt, sondern dass er guckt, was ist das erstmal? Ist das eine nützliche Sache für ihn und für seine Religion? Oder ist das eine nützliche Sache in seinem Sinne? Oder kann das Kind damit umgehen oder nicht? Es gibt einen 14-Jährigen, der ist reif, der kann damit umgehen. Aber trotzdem, auch dem 14-Jährigen geben wir kein Internet. Außer mit der Aufsicht der Eltern. Warum? Wir vertrauen ihm, aber wir vertrauen wenig den Shaitan. Und der kann kommen. Ich meine, wenn große Leute, wenn große Kinder, also Männer meine ich dann, wenn sie nicht mit dem Handy umgehen können, dann sollt ihr mir sagen, kleine Kinder. Wallah, die Großen von uns können nicht mit dem Handy umgehen. Schaut mal, wie viele Männer sich im Internet etwas angucken, was sie gar nicht gucken dürfen. Und dann wirst du das einem kleinen Kind geben? Das ist das Problem, dass man hier abwiegen muss. Wallahu ta'ala, ala wa ala. Tafadda.